Beim Sachunterricht haben wir über wütend oder wie man sie zum Beispiel vertragen kann. Also, wenn man sie zum Beispiel gut vertragen kann, kann man Entschuldigung sagen oder man sagt einfach, über was haben wir eigentlich gestritten. Also zum Beispiel, man hat sie jetzt gestritten, man sagt Entschuldigung, dass ich jetzt die zum Beispiel gehauen habe oder ausgeschlossen habe. Also es hilft, dass man sie dann halt wieder vertragt und dass man dann halt keinen Streit mehr hat. Also zum Beispiel, man macht Spaß, wenn mich zum Beispiel zum Spielen mitlässt oder wenn man zum Beispiel jemanden zum Geburtstag einladet oder zum Spielen lässt, dass man mitspielen darf. Also mir macht Lego gerne. Also ich tue da gerne Lego bauen. Also ich baue alles, vielleicht ein Haus. Ich kann sehr gut turnen. Ich bin sehr gut im Laufen. So meine Freundin, die sagt ab und zu, kannst du mal das bitte lernen? Dann kriegt sie das auch hin. Dann machen wir das zum Beispiel zusammen. Also ich tue dann ab und zu helfen, wenn sie zum Beispiel Streit hatte mit jemandem und dann ist sie traurig, dann tue ich ein bisschen helfen, dass ich sie wieder aufmuntere. Also sie sagt dann zu mir, danke, dass du mich aufgemuntert hast. Ich bin dankbar, dass ich eine Familie habe, dass ich Freunde habe. Ich bin dankbar, wenn wir zum Beispiel, wenn wir mal was anderes machen oder wenn wir zum Beispiel uns umhucken und wir dürfen uns entscheiden, neben wem. Oder wenn ich zusammen mit meiner Freundin zur Schule gehe.